herzlich willkommen zurück, meine kleinen Feenmäuse, zu Let's Play Wings Club. Wir sind im Wolkenturm und die Rektorin Griffin hat gesagt, wir müssen ihre Zauberkugel finden, um ihr zu helfen. Genau. Und das machen wir jetzt auch. Ach, warte, war da eine Tür, wo wir reingehen konnten? Können wir noch zurück? Ah, wir können auch zurück. Gut, dann gehen wir noch zurück. Ich möchte nämlich noch gucken, ob wir hier rein können. Nein? Okay. Gut. Dann haben wir nichts verpasst und können ganz gemütlich hier rein. Oh, da hat es ganz viele Kristalle. Guck mal. Oh. Es zoomt auch. Oh, da oben sind auch Kristalle. Die sammeln wir natürlich auch noch ein. Schwupp. Ja. Ja. Genau so. Okay. Oh. Was? Küss mich und du wirst dich nicht wiedererkennen. Okay. Da, danke. Ding, ding. Was mir an Hirnmasse fehlt, mache ich mit Muskelmasse wett. Oh, ein Rätsel. Oh, oh, wir müssen noch darunter gehen. Aber das macht nichts, das können wir auch. Das können wir nämlich ganz einfach hier. Dann können wir den Rest der Kristalle einsammeln. Wir gehen auch nach unten, um erst zu gucken, was da unten ist. Oh, ein Spinnchen ist da unten. So, weg ist das Spinnchen. Oh, da liegt was. Oh, ein Spinnenspiegel. Zauberbuch. Um ein Schleimmonster zu erschaffen, musst du zuerst einen großen Schwarm Bakumonster sammeln. Dann stellst du dir bildlich vor, wie sich jedes Bakumonster in einen großen Schleimbatzen verwandelt und schon hast du dein Schleimmonster erschaffen. Okay. Ah, haben wir schon gelesen. Also, der nächste YouTube-Trend. Wie erschafft man Schleimmonster? Steht genau hier drin, damit ihr das wisst. Das wird bestimmt richtig, richtig, richtig trendy auf YouTube. Kennt ihr diese Slime-Videos? Die sind, oder Schleim-Videos, die sind ja überall. Also ich glaube, ich sehe überall, also wirklich überall diese Schleim-Videos. Schleim-Videos, DIYs, alles Mögliche. Okay, hier ist ein Puzzle. Ein Puzzle. Mit den Pfeiltasten nach links und rechts oder den Tasten A und D kannst du den Pfeil bewegen. Wähle ein Bild aus, indem du die Enter-Taste drückst. Durch Klicken der rechten Maustaste beendest du den Rätselmodus. Ah, okay. Also wir haben hier eine Hexe, einen Troll, sag ich mal, einen Frosch, eine Gewitterwolke, eine Maus und einen Mond. Okay, dann gehen wir jetzt doch erstmal hier rüber. Oh, da fehlt eins, glaube ich. Ja, da fehlt eins. Klasse. Okay, gucken wir mal. Wer sich einbildet, ich bin nur einmal zu schlagen, ist ungebildet. Wer sich einbildet, ich bin nur einmal zu schlagen, ist ungebildet. Wo können wir hier zurück? Oh, da ist ein Speicherpunkt. Ey. Sehr schön. Okay. Oh, Kamera. Hallo? Nein. Oh mein Gott, die Kamera. Okay, also. Wir haben einen Mond. Ich weiß, das mit der Muskelmasse ist der da. Ach, wir müssen wahrscheinlich von hier anfangen. Denke ich. Denke ich. Ich weiß es nicht. Küss mich und du wirst mich nicht wiedererkennen. Dich nicht wiedererkennen. Was mir an Hirnmasse fehlt, mache ich mit Muskelmasse wieder weg. Okay, ja, wissen wir. Also jetzt einmal den Troll. Der Frosch wahrscheinlich. Und dann brauchen wir noch ein drittes. Also entweder ist es die Sturmwolke, die Maus. Wenn du denkst, ich bin nur einmal zu schlagen. Ach so, das ist bestimmt die Sturmwolke, weil sonst manchmal blitzt es ja mehr. Oh, tatsächlich. Oh, ich habe was richtig gemacht. Nein, wirklich?
Boah, dass ich das noch erleben darf. In meiner so jungen Spielzeit mit 21. Ist es hier unten? Halt, halt, wo ist es aufgegangen? Was? Wo ist es aufgegangen? Ist es da oben? Da oben ist nichts aufgegangen, ne? Autsch, das wollte ich nicht. Was? Das war doch nur ein Schritt. Ein einziger Schritt war das. Okay, so, jetzt müssen wir aber... Ja, ja. Also hier oben ist nichts aufgegangen. Das muss bestimmt hier drüben gewesen sein. Das war bestimmt hier drüben. Ich glaube, wir müssen hier raus. Ich bin mir nicht sicher. Oder auch nicht. Wo ist denn da was aufgegangen? Da ist wieder ein Spinnchen. Die Wings helfen mir auch nie, weißt du? Ich muss ja immer alles selber machen. Ach guck, ich habe vergessen, das Blümchen da aufzuheben. Mit der reden kann ich auch nicht. Hä? Mir hilft niemand. Ich muss immer alles alleine machen. Von wegen Wings. Wir gehen da alle zusammen hin und machen das alles zusammen. Nee, ich bin immer alles, die alles... Ich bin immer diejenige, die alles machen muss. Okay, wir können nicht hier hin. Wir können nur hier rein. Also muss da irgendwie irgendwas offen sein. Also das kann doch nicht sein. Ich habe das Puzzle gelöst und weiß trotzdem nicht, wo es reingeht. Oh, das ist ein Spinnchen. Moment. Hallo, Spinnchen. Mein Name ist Blum. Ich suche nach dem Drachenfeuer. Was? Oh mein Gott, was? Oh, nein. Oh, ich dachte, sie ist stecken geblieben. Wenn sie stecken geblieben wäre. Oh, das wäre böse gewesen. Das wäre sehr, sehr böse gewesen jetzt an dieser Stelle. So. So. So, ein bisschen hier rüber. Wo hat sich denn da was geöffnet? Es hat uns aber auch überhaupt nicht gezeigt, wo sich was geöffnet hat. Nee, aber das haben wir schon gemacht. Okay, probieren wir es einfach nochmal. So war das. So war das. Und so war das. Ah. Neben eines dieser Dinger war das. Ah, hier. Aha. Oh. Okay. So, das ist jetzt eins weg. Und? Sternchen. So viele Sternchen. Oh Gott. Oh, da ist der Mond. Ich wollte die Kugel. Huch. Huch. Aha, die Kugel. Ich habe die Kugel. Ich habe die Kugel gefunden. Oh Gott, ist das schnell. Oh. Ah, Mist. Okay, probieren wir es nochmal. Probieren geht über Studieren. Ach, Mist. Okay, probieren wir es nochmal. Nochmal. So. So. Ach, ich juckt's. So. Und so. Sehr schön. Na, das hat aber gut geklappt, ne? Okay. Ein Glühwürmchen. Wow. Das ist sehr schön. Ich glaube nicht, wir können hier reingehen, oder? Nein, da können wir nicht reingeben. Reingeben. Ja, gutes Deutsch. Deutsche Sprache. Was für eine Bande von Hexen. Schwere Sprache. Wir sollten uns aufteilen. Ich werde Frau Griffin und die anderen befreien und ihr könnt den Hexen folgen. Pass auf dich auf, Brandon. Ich werde dich begleiten, Kumpel. Es ist Zeit, dass ich die Dinge wieder gut mache, die ich angestellt habe. Gute Idee. Zwei sind besser als einer. Viel Glück. Kehrt nach Alfea zurück, sobald ihr fertig seid. Wir finden schon hin. Okay, können wir nochmal mit denen reden? Nee, können wir nicht. Oh, die Kiste ist wieder zu. Dann können wir die ja wieder öffnen, wenn die wieder zu ist. Was müssen wir machen? Ich glaube, wir müssen jetzt den Rest weiterfinden. Glaube ich, denke ich. So, jetzt erstmal hier speichern. Genau. Den Speichern tut uns gut. So. Die verschwinden wahrscheinlich sowieso wieder, weil ich ja immer hier alles alleine machen muss. Ich dachte, da unten würden sich auch Türen öffnen, aber da öffnet sich nichts. Schade, Schokolade. Ich hätte gerne gewusst, wo diese zwei Türen da hingehen. Ah, jetzt ist es offen. Das heißt, wir können hier durchgehen und... Was zur Hölle? Igitt, was ist das denn? Hey. Du hässliches Ding.
Oh, geht nicht. Igitt, ist das hässlich. Was? Ich war doch anfokussiert. Hallo? Hallo, Kamera. Oh. Oh, das ist so doof, ey. So ver... Hallo? Oh mein Gott, ist dieses... Warum ist das so verbuggt hier? Oh mein Gott, bist du... Oh. Was? Das Ding hat ein Schild? Oh, komm schon. Aua. Ist es jetzt tot? Jetzt ist es tot. Sachen haben wir auch schon eingesammelt. Warum ist das so verbuggt auf PC? Das war doch letztes Mal auch nicht so. Das Leben ist so hart. Oh, sehr schön. Oh, das ist nicht so schön. Ich wette mit euch, da links ist was. Ja. Oh, hoho. Ja, aber ich hatte recht, da ist was. Was? Kamera, wieso? Oh, ja, 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 ja. Uff. Was war da unten? Aua. Okay, nichts Gutes. Das ist was da unten, war, nichts Gutes. So. Da unten war nichts, was wir haben wollen. Deswegen einfach mal... Ah, da sind wir hergekommen. Nein! Ja, nee! Ja, nee, du. Überhaupt nicht. Mag das überhaupt gar nicht. Oh, hoch. Ja, aber hier bei der Spinne funktioniert es. Es funktioniert nur nicht bei dem Ding da. Bei dem hässlichen, was auch immer das war. Gerhard oder so. Okay. Nein! Was? Oh. Ah ja, komm schon. Haha. Okay, einer ist weg. Ist noch einer übrig? Was sind das überhaupt für Dinge? Die sind so hässlich. So ein hässlicher Ameisenbär, der sich weiter verbreitet hat mit einer Krabbe oder sowas. Haha. Okay. So, jetzt können wir mal hier dran. Genau. Ding, ding. Okay. Wir brauchen nur noch 4 Steine, sehe ich gerade. Dann haben wir alle 60. Dann haben wir alle Kostüme oder Kleider eingesammelt, ebenfalls. Ja, das hätte ich mir denken können. Was? War doch nirgendwo... Nirgendwo annähernd in der Nähe von dem Ding. Ah, wir haben alle Kristalle eingesammelt. Sehr schön. So. Sehr gut. Und, warte. Warte, was? Da geht's nirgendwo hin? Oh Gott, müssen wir da nochmal rein? Müssen wir da nochmal rein? Oh nein, wir müssen da nochmal rein. Hä? Aber wofür ist die Tür dann? Wofür ist die Tür? Ah, vielleicht in diese Tür. Wobei, ich glaube, diese Tür habe ich schon probiert. Wir müssen sowieso ganz kurz speichern. Ich glaube, in die... Nee, da können wir nicht rein. Ja, direkt reingesprungen. Weil ich das ja so toll kann. Also die einzige Tür, in die wir reingehen... Ich bin mir so, so sicher, dass wir in diese Tür reingehen konnten. Aber wir können nicht. Blum will einfach nicht da reingehen. Und hier? Ei, caramba. Hier ist nichts. Nein. Hier. Aua. Ja, hier sind nur die da. In der Mitte. Okay, da war also gerade eine Cutscene. Und zwar... hat die Blum, also in der Mitte war das Drachenfeuer und Blum hat gesagt, ich hole mir das Drachenfeuer. Moment, dieses blöde Spinnchen nervt mich. Blum hat gesagt, sie holt sich das Drachenfeuer zurück und die Hexen haben es eingefroren und haben gesagt, das holst du dir nicht zurück und dass sie die größte Niete ist in Alfea.
und dass man da bald darüber ein Buch lesen kann. Wobei, Althea wird bis dahin wahrscheinlich nicht mehr existieren. Dann hat uns Rektorin Griffin geholfen gehabt. Und zwar hat sie die Hexen unter Arrest gestellt und jedes Mal, wenn die reden, wird die Barriere stärker. Okay, und jetzt können wir mit der... Oh, das brauche ich jetzt. So, jetzt können wir mit der Griffin reden. Das war nicht das echte Drachenfeuer. Es war eine Falle, in die Blumen tappen sollte. Es war tapfer von euch allen hierher zu kommen, aber jetzt müssen wir nach Althea zurück. Hoffentlich fällt uns etwas ein, wie wir die drei aufhalten können. Es wird langsam ziemlich kalt. Okay, da waren wir gerade wieder an den Cutscene. Und zwar hat Direktorin Griffin einen Zauber gemacht, damit alle Hexen, alle Feen, bis auf Bloom und Sky, zurück nach Althea transportiert werden. Und dann wurden sie, während sie hier durch den, sie wollten, glaube ich, zurückfahren. Als sie dann zurückgefahren sind, hat sie einen Blitz getroffen und dann sind sie jetzt hier sozusagen gestrandet. Okay, und jetzt sitzen wir am... Das soll, glaube ich, ein Lagerfeuer sein, das sind aber eher solche Holzdinge. Ja, versuchen wir nicht daran zu denken. Vielleicht hilft es, wenn wir weiterreden. Oh Gott, der sieht so schön aus in der TV-Show oder hier auf dem Bild, aber... wenn man den so anguckt... Gute Idee. Wenn ich das Motorrad nur nicht geschrottet hätte, dann wären wir nicht in dieser doofen Situation. Ja, weiter so. Du bist ein echter Held. Keine Angst, das ist wirklich nicht so tragisch. Hey, hör schon auf, sein Gesicht zu ziehen. Hey, hör schon auf, sein Gesicht zu ziehen. So besser? Nein. Das ist perfekt. Oh, hat sie gar nicht gesagt. Genau, dieses Lächeln will ich sehen, wenn wir morgen nach Althea marschieren. Ich mache mir Sorgen um die anderen. Sie werden es schaffen, die Hexen zu besiegen. Ja, ich hoffe wirklich, dass wir rechtzeitig dort sind, um ihnen helfen zu können. Wenn ich bloß das Drachenfeuer gefunden hätte. Ich hätte die Hexen selbst daran hindern können, unsere Schulen anzugreifen. Es ist nicht deine Schuld, Bloom. Du hast getan, was du konntest. Mach dir um unsere Freunde von Althea und der Roten Fontäne keine Sorgen. Sie können auf sich selbst aufpassen. Ich hoffe, dass du recht hast. Du musst mir vertrauen, Bloom. Dir vertrauen? Okay, Brandon, du hast mich ja noch nie belogen. Ich vertraue dir, Sky. Ich weiß, du würdest niemals zulassen, dass mir etwas passiert. Tja, ich glaube, ich fange langsam an, dir wieder zu vertrauen. Tja, ich glaube, ich fange langsam an, dir wieder zu vertrauen. Ich weiß, dass ich gelogen habe, als ich mich als Knappe ausgegeben habe, aber ich wollte einfach, dass die anderen mich als einen der ihren sehen. Auf Magix wird man anders behandelt, wenn man ein Prinz ist. Und das ist so schlimm? Ja, wenn man wissen möchte, wer seine wahren Freunde sind. Nicht die Schleimer, die nur nett zu einem sind, weil man einen Titel hat. Für mich macht das keinen Unterschied. So oder so, ich halte dich für einen tollen Kerl. Danke. Wir sollten wohl ein wenig schlafen. Morgen liegt ein großer Tag vor uns. Ja, du hast wahrscheinlich recht, Nacht. Echt? Bist du sicher, dass du nicht noch ein wenig reden willst? Endlich, ich dachte schon, du würdest nie den Mund halten. Das machen wir nicht. Echt? Bist du sicher, dass du nicht noch ein wenig reden willst? Ehrlich gesagt, das würde ich gerne, Bloom. Aber ich glaube, dass wir ausgeruht sein sollten, wenn wir nach Althea zurückkehren. Dieses Gesicht. Oh, okay. Wenn das alles vorbei ist, dann werden wir viel mehr Zeit miteinander verbringen können. Ja, ja, das sagst du jedes Mal, aber irgendwie sehen wir das nicht. Hoffe ich. Bloom, du bist wieder da. Wir hatten keine Ahnung, was mit dir passiert ist. Ich kann an deiner Aura erkennen, dass du erfolgreich warst. Okay, gerade war eine lange, lange Cutscene. Und zwar war in dieser Cutscene drin, dass jemand hat Blooms Namen gerufen. Und zwar Daphne. Und Daphne hat gesagt, komm zum Kristallsee. Und da ist sie hingegangen und hat mit ihr geredet. Und sie hat gesagt, sie weiß nicht, wer sie ist, aber sie ist bereit, ihr Schicksal entgegenzukommen. Und Daphne hat gesagt, du bist fast da. Du hast fast deine Kräfte entdeckt, Bloom. Und... dann sagt sie, aber wer bin ich? Bin ich ein Erdenmädchen oder bin ich Prinzessin von Sparks? Und Daphne sagt, alle unsere Erfahrungen machen den Menschen, den wir sind, oder die Person, die wir sind. Dann sagt sie, niemand kann dir deine Freunde, deine Erinnerungen und deine Eltern auf der Erde wegnehmen. Die Leute, die du nicht gemocht hast und natürlich Kiko und alle anderen. Und dann hat Bloom ihr Drachenfeuer in ihren Erinnerungen entdeckt und da sind wir jetzt. Gerade rechtzeitig. Die Hexen haben ihre letzte Offensive begonnen.
Sie wollen Alfea zerstören. Das wär's dann wohl. Du kannst es schaffen, Blum. Zeig diesen Hexen, wozu eine echte Fee fähig ist. Schnapp sie dir, Blum. Niemand ruft Alfea. Wenn du bereit bist, Blum, werde ich dich aus unserem Sicherheitsbereich herauslassen. Sei vorsichtig, Blum. Okay. Wow, das war jetzt richtig lange. Ich gehe kurz hier rein. Huch, hier rein. Denn wir haben ein paar Sternchen, die wir noch benutzen können. Wir haben auch noch was für Luma, wenn ich mich richtig erinnere. So, einmal das. Das ist das Zimmer von Musa und Tekna. Das ist das Zimmer von Blum oder die Seite von Blum. Das ist Floras Seite, das ist Musas Seite, das ist Blums Seite. Das ist Teknas Seite. Dann gucken wir mal, was es hier noch so hat. Das sind alle Wings zusammen. Das sind sie ebenfalls zusammen. Hier ebenfalls, verwandelt allerdings. Das ist Sky. Das ist Riven. Oh, da haben wir nicht genug. Wer von den Spezialisten und den... Ich habe schon gefragt, den Wings Club Leuten. Aber wer von den Spezialisten ist denn euer Lieblingsspezialist? Ich muss ganz ehrlich sagen, einer meiner Lieblingsspezialisten oder zwei meiner Lieblingsspezialisten sind immer noch... Riven und Sky sind meine absolute Lieblingsspezialisten. Okay, wir gehen jetzt noch kurz zu Luma. Denn wir hatten ja diesen Spiegel gefunden. Und mit diesem Spiegel macht sie uns bestimmt ein neues Outfit, das wir anziehen können. Wobei das jetzt eigentlich nicht mehr so viel macht. Ah, guck mal. Da ist die Grünhaarige. Aber ich weiß, dass die Rothaarige eine Fee wird. Das weiß ich noch. Das ist das Einzige, was ich noch weiß von Staffel 1. Nein, Quatsch. Ich weiß natürlich noch mehr. Aber so. Genau. Dankeschön. Ja. Wir kaufen jetzt auch noch das letzte ein. Genau. Jetzt haben wir alles eingekauft. So. Ganz, ganz, ganz schnell. Nee. Ach, Mist. Siehst du, deswegen hasse ich es, da auf diese Seite zu... Aha. Okay, wir dürfen nicht hier rüberklicken, sondern wir müssen hier rüberklicken. Zaubernde Herren. Okay, Mode. Nee. Wir wollen gucken, was sie Neues gemacht hat. Ah, boah. Grufti-Outfit. Ziemlich auffällig und etwas überdreht. Aber ich finde, dass jede so ein Outfit im Schrank haben sollte. Hallo, das ist mein Lieblingsoutfit. Das hättet ihr euch sicherlich nicht gedacht. Okay, wie es dann weitergeht, sehen wir in der nächsten Folge. Ich hoffe, diese Folge hat euch gefallen. Vergesst nicht, mir einen Daumen nach oben zu geben, falls es euch gefallen hat. Vergesst nicht, mich zu abonnieren, um ein Teil der Filmmacher zu mir zu werden. Und vergesst nicht, ihr könnt auch euch solche T-Shirts wie das hier kaufen. Und ihr könnt auch noch meinen Discord-Kanal beitreten. Und ja, das war's jetzt von mir. Bis dahin, eure Käsekuchen. Tschüss!